Auf geht's mit Stolz und Marktanteil. Was für ein neckischer Name, oder? Habt ihr schon gesehen, wie das Szenario auf Englisch heißt? Oh Gott, ich hab's wieder vergessen. Irgendwie eine Alliteration. Zwei Sachen mit P. Power and Peddler oder irgendwas in der Art. Peddler heißt auf Deutsch etwa, ja, wie würden wir es übersetzen, so arme Leute, Tagelöhner, Bauern, irgendwas in der Art. Also so, früher hätte man im Mittelalter gesagt Gemeiner, aber nicht im Sinne von gemeine Menschen, sondern gemeine Menschen im Gegensatz zu adligen Menschen. Und irgendwas anderes noch, weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig. So, wir machen mal was. Jetzt kommt schon wieder die Musik. Jetzt wollte ich gerade loslegen mit Power Gaming bei WB. Da kommt wieder diese Musik rein, die mich mein inneres Tanzbein schwingen lässt und mich total aus dem Konzept bringt. Wie will man sich denn so konzentrieren können? Echt, krieg's Unhals von. Nein, wunderbar. So, wir machen mal weiter. Er macht eine Sonderveranstaltung für Händler. Was ist denn das? Wir fahren mal kurz zu ihm. Hatte er das eben schon? Ne, das ist eine ganz kurze Aktion. Wir fahren mal schnell zu ihm hin. Wo ist er denn? Hier, ne? Wendemanöver. 13! Treibstoff für 13. Wisst ihr, was wir ab jetzt machen? Wir stellen drei Schiffe her, drei kleine Clipper oder Schoner, und die parken wir jeweils einen vor jedem NPC-Charakter. Das ist ja der nackte Wahnsinn hier. Auch hier, schaut euch das mal an, die Pelzmäntel. Okay, die sind mal noch doppelt so teuer, aber das ist ein Schnäppchen. Ach, der globale Marktpreis ist überall plötzlich gesunken? Das ist, glaube ich, eine fehlerhafte Anzeige. Ich glaube, das ist ein Bug in der Anzeige. Der globale Marktpreis wird ebenfalls... Der ist immer anscheinend immer so halb so niedrig wie der Preis, den man hier hat. Und jetzt hat er hier seine Schnäppchen rein, dann geht der globale Marktpreis auch runter. Das ist eine fehlerhafte Anzeige. Der ist deutlich höher hier. So, wo ist, kommt das Schiff rechtzeitig an? Mal sehen. Oh, ich hätte den Treibstoff ausladen sollen, habe ich nicht gemacht. Ganz ruhig. So, wofür wollten wir sorgen? Schiffebau wollten wir bauen. Ach so, wir wollten für Baumwollstoff sorgen. Genau darum ging's. Dafür brauchen wir Baumwollwebereien und Segelwebereien. Jolleros haben wir genug, können wir beides machen. Die setzen wir wohin? Hier oben. Das können wir weiter zubauen. Hier die ganzen Ecken. Ja, warum denn nicht? Setzen wir noch ein Lagerhaus am besten hin. Sonst wird es nämlich zu eng hier. Kriegen wir hier was dazwischen gequetscht? Schön wär's. Können wir hier hin? Hier hin. Brauchen wir zwei Baumwollwebereien? Wir können den Segelstoff auch verkaufen. Die Frage ist, wie teuer ist Segeln? Gibt es irgendjemand, der uns einen irren Preis für Segeln gibt? Normalerweise. Infinite Candy, vielen Dank. Danke dir herzlich. Fürs erste Abo Blumen an für dich bitte. Nee, Segel scheint eher nicht. Und dann können wir hier unten noch gucken. Bei Lady Hand. Sehen Sie sich an. Die Körperhaltung sagt alles über einen Menschen. Was? Was? Oh, hier können wir eine Quest nachher annehmen. Müssen wir anscheinend jemand hinschicken. Ah, nee. Palomas Flugplatz, keine Ahnung. Baumwollstoff für 170. Das ist ja geringer als das, was wir woanders für Baumwolle bekommen. Das ist ja irrwitzig. Und hier wiederum, können wir noch gucken gehen? Du bist nicht gekommen, um dich Segel für 221. Oder? Das lohnt sich nicht. Also die Marktpreise, die wir hier erzielen für Baumwollstoff, das ist der nackte Wahnsinn hier. Sie hat den Preis gesenkt auf 101. Nein! Wir haben die ganze Zeit so ein dickes Geschäft gemacht, jetzt ist die Baumwolle billiger geworden.
Wir müssen unsere Handelsrouten checken. Ich dachte, da kann man sich bis zum Ende der Partie drauf ausruhen. 72 nur noch. Deshalb geht die Bilanz den Keller runter. Wir haben den Markt überschwemmt mit Baumwollstoff. Mit Baumwolle. Und Bananen. Dann schalten wir jetzt einmal um. Gehen hier hin und produzieren jetzt Baumwollstoff. Und dann geht's dann rüber zu der Dame hier hinten. Also hier vorne Baumwollstoff bitte herstellen. Einmal, zweimal. So. Straßen müssen sein. Wenn die nicht erst etwas für den Baumwollstoff, genau. Wir können da einmal für Segeln machen. Aber eigentlich ist es auch sinnvoll, dann komplett jetzt in den Baumwollstoff zu investieren, in die Baumwollinfrastruktur. Die haben wir ja da. Wie viel? Und wir stellen Baumwolle im Augenblick für nichts her. Dann überschwemmen wir den Markt jetzt mal mit Stoffen. Nach dem Motto, was lernen wir daraus, dass wir eine Überproduktion von Baumwolle angelegt haben? Und was lernen wir daraus, dass wir gemerkt haben, dass das auf Dauer nicht gut ist, eine industrielle Monokultur zu machen? Was lernen wir daraus? Genau. Wir ersetzen es durch eine andere Monokultur. Ja, immer wenn man den einen Fehler macht, sollte man ihn nicht ersetzen durch fehlerloses Handeln, sondern durch eine andere Art von Fehler. Das ist wichtig fürs Karma. Im Ernst, das ist Yin und Yang. Das ist oben und unten, das ist rings und rechts. Das ist der ewige Ausgleich im Leben. Ja? Das ist Writing und Bull. Niemals Fehler ersetzen durch fehlerloses Handeln, sondern durch andere Fehler. Erkläre ich euch gerne. Bin immer wieder gerne dafür. Das mache ich gerne mit den Lebensweisheiten. Mache ich immer wieder gerne. Wir bauen nochmal weitere Baumwollwebereien hier hin. Ich bin entzückt von mir selber gerade. Vielleicht bekommt ihr es so ein bisschen mit, dass ich gerade gerührt bin. Von meiner kleinen Ethikunde hier für euch. Mache ich total gerne, wie gesagt. So. Das kommt wieder weg. Und das heißt ja auch, dass wir die Handelsroute einfangen müssen, die wir haben. Die Lady Handroute hier vorne, einmal angekommen. Mal das Zeug entladen, Handelsroute umstellen, Handelsroute stoppen. Stattdessen machen wir eine Handelsroute, dass wir Baumwollstoff hier an Bord nehmen und rüberbringen zu ihr hier. Ist das Schiff mittlerweile? Ja, das Schiff ist da. Bulls Großer ist angekommen. Sonderangebote nehmen wir mit. Ja, sollen wir Limonade mitnehmen? Also wenn der Preis wirklich überall so billig ist, dann können wir die vielleicht irgendwo sogar verkaufen. Sollen wir das mal checken? Ob wir irgendwo anders diese Sachen verkaufen können für diese Preise? Ganz schnell. Oh Gott, was war es nochmal? Nicht nervös werden, Daniel. Leute, ihr müsst mitdenken, sonst muss ich Zettelchen machen. Ganz schnell. Es geht um Limonade, es geht um Cognac und es geht um Pelzmäntel. Ganz schnell. Limonade, Cognac, Pelzmäntel. Einmal hier vorne. Go, go, go. Limonade, Pelzmäntel und Cognac. Ja, wenn hier wenigstens die normalen Preise dran stehen würden. Auch nicht. Und hier vorne? Kriegen wir extrem teuer verkauft. Also aus dem Baumwollstoff hier unten ist ja... Ach, guck mal, wie wenig. Nee, das mit dem Weiterverkauf, das wird nicht klappen. Also am Beispiel hier vom Treibstoff seht ihr... Nee, der globale Marktpreis ist ja auch gering. Okay, das wird alles nicht klappen, Leute. Das können wir knicken. Dann sehe ich hier eigentlich... Dann würde ich hier eigentlich gar nichts einkaufen. Wir könnten, wenn der Treibstoff so billig ist, mal das Treibstofflager voll machen und den Treibstoff verteilen auf andere Inseln. Und darauf setzen, dass der Preis irgendwann mal wieder höher wird. Weil das sind so absurde Summen hier.
Jetzt ist auch alles weg. So würde ich es machen. Mehr fällt mir nicht ein. Ja? Wir parken mal einen Teil vom Treibstoff auf eine Nachbarinsel. Auf der Osterinsel. Zum Horizont! Und dann müssen wir dringend, weil die Bilanz ist fett in den Miesen, uns neue Exportziele suchen. Wir laden mal ein in Baumwollstoff. Der wird zu langsam produziert. Es ist schwer an gute Schiffe. Sind die Preise im Keller überall? Das ist ja echt heftig. Panik bricht aus. Also, im Notfall müssen wir Ponchos verkaufen. Ponchos bei Yuaska. Baumwollstoff bei Paloma. Im Notfall sogar Ziegelsteine. Dafür gibt es einen guten Preis bei Paloma. Das machen wir mal. Ja? Ich weiß nicht, ob das mit dem Event zusammenhängt. Das kann ich nicht sagen. Bin ich überfragt. Ziegelsteine. Haben wir so viele. Dafür, das gaben die höchsten Erträge. Wir verkaufen mal, drücken mal Ziegelsteine ab und bringen die runter. Das war zu Yuaska, ne? Hierhin war das. Bruder, übernehmen. Da sollten wir schön Geld für bekommen. Das war nicht hier. Wo war es denn? Was hier hinten? Das war bei Paolo mal. 669 Ocken. Steuermann! Von da oben kommen wir. Dann fahren wir auch hier hin, bitte. Der fährt einmal leer rüber. Das Geld geht jetzt echt rapide in den Keller. Leute, Achtung, Nerven behalten, dicke rote Zahlen, Lukate, danke fürs 15. Abo, Einnahmen kommen immerhin von dir rein. Ganz ruhig bleiben, Leute, nicht aufregen. Ich rede uns gerade vor allem mit mir selber. Das sind nur Pendler. Wir wollten Schiffe herstellen, wir brauchen eine Segelwerft. Hatten wir überhaupt eine einzige gebaut hier? Einen hatten wir, glaube ich, gebaut, ne? Hola. Genau, und wie viele Segel haben wir mittlerweile an Bord? Baumaterial in ein Segel. Reicht negative Element Spritkosten? Treibstoff 1000%. Ach, wenn wir Tank, wenn wir das verbrauchen wollen, hätten wir Tankhöfe. Das negative Event und das ist die, und das tritt ein in 3130. Und dann tritt dieses negative Element ein, das Treibstoff 1000%ig. Oder 1000% mehr Treibstoff verbraucht wird. Also 10-mal mehr. Und dass alle Waren 45%. Ja, Leute, warum ist der Tooltip so unkonkret? Heißt das dann, dass man für alle Waren 45% weniger Geld bekommt? Und Wartungskosten? Dass alle Wartungskosten von allen Gebäuden ansteigen. Das ist aber krass. Und wir haben gerade keine Vorräte. Das ist aber heftig. Wir müssen ganz dringend auf Vorrat, vor allem wenn die Handels alles verkaufen, was es gibt. Alle unsere Schiffe, die normal in der Gegend herumpendeln. Oh Gott, jetzt, wir müssen alles verkaufen, was es irgendwie gibt. Jetzt am besten. Den ziehen wir einmal vom Handel, vom normalen, von den normalen Aktionen ab. Den ziehen wir einmal von der Handelsroute ab und einmal ganz normal hier oben hin. Und alles, was wir irgendwo in Überschüssen haben, wird abgeholt. Wir müssen Vorratsnotverkäufe machen. Da geht es mit dem Zucker rüber. Auch hier gilt Vorratsnotverkauf. Ob das Spritkostenereignis für uns gut ist, fragt Tomatenbutter. Ich habe also
Ich verstehe das nicht so, dass Treibstoff teurer wird, sondern dass der Verbrauch teurer wird. Ach so, weil der Sprit Kosten steht. Das wäre krass, dann würden wir für das, was wir gerade eingekauft haben an Treibstoff, den 10-fachen Preis bekommen. Könnte das auch bedeuten, ich weiß es nicht. Es kann da sein, dass das Spritkosten die Überschrift ist fürs Event, dass der Treibstoff teurer wird, alle Waren teurer werden, weil die schlechter transportiert werden können und die Wartungskosten steigen. Und das läuft dann wie lange? Das Event steht nicht dabei. Finde ich ein bisschen, das hätte ich mir ein bisschen klarer formuliert gewünscht, muss ich sagen. Wichtig ist, dass unsere Schiffe rechtzeitig überall ankommen. Alle die Sachen raus, bitte. Dann schauen wir mal, was wir wo verkaufen können. Was bringt uns potenziell am meisten? Das Poncho-Lager ist wieder voll. Ponchos gingen doch irgendwo super gut, ne? Oh Gott, wo war das? Bereit für Ihre Lieferung? Willkommen, einen Brief. Sehen Sie? Ein Event? Luftpost ist ein Schritt in die Zukunft. Wir wollten eigentlich einen Verkauf machen. Das ist vermutlich... Oh Gott, wo war denn das gerade? Ich habe einen Brief bekommen und wo ist das? Gucken wir uns alles nachher an. Wir helfen, wo wir können. Jetzt wird das erstmal verkauft, bitte. Ja, jetzt kommt reichlich Geld rein. 105! Na! Ja, das ist so reich wie nie zuvor. Wir haben gestartet mit 100.000, wir haben jetzt 185.000 Flocken. Wir müssen noch mehr, wir müssen alle unsere Steine verkaufen. Wie gut, dass ich in Steine investiert habe. Leute, wir schwimmen in Geld plötzlich. Nach mir die Sintflut. Ja, ich bin drin. Wo ist denn der verdammte Brief gelandet? Scheiße, wo ist der denn? Übers Schiffinventar? Entschuldigung, ich hab ein böses Wort gesagt. Aber der ist ausgelöst worden durch Greif. Da schwimmt er im Wasser. Einmal einladen, bitte. Schiffchencheck. Also das ist ja ganz schön und gut, aber ich will eigentlich noch, können wir noch mehr Steine verkaufen? Leute, wir verkaufen ja alles an Steinen, was es gibt. Raus mit den Steinen, bitte. Was kauft sie sonst? Sie kauft im Prinzip alles, aber die Waren, die sie besonders will, halt zu besonders coolen Preisen halt, ne? Bin schon in der Luft. Baumwollstoff für 246, okay. Treibstoff für 242? Ja Leute, jetzt brauchen wir mehr, wenn wir jetzt mehr Schiffe gehabt hätten. Wenn wir jetzt mehr Schiffe gehabt hätten. Ach, Entschuldigung, ich fange schon wieder an, ordinär zu fluchen. Das muss ich mir echt abgewöhnen, das ist nicht im Ernst, das ist uncool hier. Jetzt geht das ja nicht. Die werfen wir über Bord gleich. Nehmen den Treibstoff mit. Wo ist der denn? Einmal hier vorne hin. Koordinaten eingezeichnet. So, und was verkaufen wir hier? Wenn es gehen würde. Was gibt's hier zu verkaufen? Wir könnten unfassbar teuer Kaffee verkaufen. Haben wir Kaffeebohnen? Haben wir noch keine, ne? Wir könnten ganz schnell noch versuchen, Zigarren-Kaffeebohnen. Ponchos für 144, die nehmen wir schon mal mit. Immerhin besser als gar nichts. Und hier vorne?
Säge brauchen wir selber. Holz für 145. Wir schwimmen in Holz. Können wir im Augenblick eh nichts bauen. Einmal ein weiteres Depot, bitte. Einsatzbereit. Sagen Sie gleich, woher Sie kommen? Hatte ich nicht gerade ein Depot gebaut? Na, das geht aber nicht, weil jetzt uns jetzt die Steine fehlen. Neue okay, Befehle? Damit, das geht bitte einmal wieder ins Wasser. Den Baumwollstoff wollten wir mitnehmen, aber wir haben nur 19. Holz nehmen wir mit. Und dann verkaufen wir den Mais. Hauptsache, wir machen irgendwas. Ich werfe hier die 35 Mais über Bord. Wir nehmen Ponchos mit. Einmal rüber. Was hier unten? Sind unterwegs. Ich habe ja nicht gemerkt, wo hier unten war. Da sind die Ponchos. Da sind die Bretter. Wir nehmen nur Bretter mit. Nur Bretter und bitte zu Isabel Sarmento. Bruder übernehmen. Hier vorne hin. Dann brauchen wir dringend jetzt wirklich ein paar Schiffchen. Ansonsten doof. Sind unterwegs. So, und jetzt haben wir die Unmengen an Tank. Wo war das noch mit dem Treibstoff? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich kann mir nichts merken vor Aufregung, dass wir plötzlich hier den dicken Profit machen können, ja? 242, das verkaufen wir da jetzt alles. Ich weiß nicht, wie sich das gleich entwickelt. Vielleicht ärgern wir uns. Weil die Spritkosten hier noch mehr... Leute, ganz schnell. Wollen wir pokern? Wollen wir den Treibstoff jetzt verkaufen? Oder sollen wir abwarten? Bis eventuell die Spritkosten noch teurer sind. Ganz schnell. Feedback. Sollen wir jetzt verkaufen und schon den dicken Reibach machen? Oder wollen wir auf den gigantischen Reibach warten auf nachher? Ganz schnell. Ganz schnell. Die meisten sagen, weg damit. Echt? Mehr Leute. Warten, da kommen die Pokerfaces. Wir können das Risiko auch verteilen und halbe-halbe machen. Halbe-halbe. Ja, wenn du nicht genau weißt, was du machen willst, mach einfach einen Kompromiss, dann machst du auf jeden Fall die eine Hälfte falsch, aber die andere richtig. Das heißt, wir haben 100, wir können gar nicht so viel an Bord nehmen. Wie viel ist denn noch da? Ist jetzt das Lager schon voll? Ja, dann ist die Entscheidung gefallen. Lager für... Mehr Druck im Kessel. Wir können auch kein Depot bauen. Dann nehmen wir das Zeug so mit. Einmal mit und einmal rüber. Und das war hier unten, ne? Abdrehen beginnen. Einmal hier hin. Die Greif ist hier. Wir öffnen mal einen Brief an Kaina. Eine freudige Überraschung. Einigen ist aufgefallen, dass sie die pyrophorischen Symbole erkannt haben, aber das geriet schnell in Vergessenheit. Ihr Auftreten ist tadellos und der Reichtum, den sie angehäuft haben, hat nur zu ihrem Rufe beigetragen. Dagegen kann Lady Hunt sich keinen einzigen Fehltritt erlauben. Die Rebellion ihrer Nichte hat ihre Majestät sehr erzürnt. Beim Durchsuchen ihrer Schubladen ist unser gemeinsamer Freund auf ein interessantes Dokument gestoßen. Es geht um ein Edmundo Vara und enthält einige sehr detaillierte Zahlen und Diagramme. Ich kann mal zwar keinen Reim darauf machen, aber Hunt hat dieses Dokument sicherlich nicht ohne Grund so versteckt. Ja und? Und jetzt? Was wie wo? Eine freudige Gewissheit. Ich mag keine Überraschungen. Eine Belohnung bekommen? Den nächsten Markttrend beeinflussen und Edmundo Vara entlarven, Stillschweigen bewahren, Vara zu verstehen geben, dass er ihm was schuldig ist,
oder sich um alles raushalten. Das ist ja langweilig. Sollen wir einen dubiosen Gefallen uns holen? Die Belohnung brauchen wir nicht. Wir holen uns eine dubiose Belohnung in der Zukunft. Und? Hat's geklappt? Ich glaube ja. Weiß nicht. Was verkaufen? Was kaufen wir jetzt ein? Was bringen wir wohin? Was sollten wir verkaufen? Wir sind bei alle Waren. Ponchos geht nochmal. Wir könnten nochmal Ponchos verkaufen. An. Ich muss immer wieder nachgucken gehen. An hier. An Droskas Hafen. Bretter für 145. Und da riesige Mengen an Steine hier links. Steine, das wird sich trotzdem lohnen, aber dann können wir lange Zeit nichts mehr bauen. Wir würden ein Vermögen im Augenblick machen. Wir bauen im Augenblick wahrscheinlich eh nicht. Wir nehmen die Sachen so mit. Das heißt, wir würden hier vorne hinfahren. Wenn wir überflüssigen Baumwollstoff haben, wenn wir auf 50 käme, ginge das auch. Die Steine hier vorne hin und an die Ponchos woanders hin. Moschusochs ist da. Verkauft den Treibstoff. Wie sieht es aus? 281.000. Wir haben mit 100.000 angefangen. Krass. Das ist aber krass hier. Wow. Heftig, ne? Wir wissen natürlich nicht, die Preise können sich jederzeit wieder ändern, ne? Aber wir haben jetzt erstmal ein ordentliches Polster. Da müssen wir so lange keine Sorgen machen, dass uns die Partie um die Ohren knallt hier.